Stellvertretend für alle Ehrengäste, sehr geehrter Herr Ortsvorsteher, lieber Herr Hafner, lieber Stefan Lange als Vorsitzender des Vereins zum Gedenken an Heinrich Lübcke, meine Damen und Herren. Wir gedenken heute des zweiten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Am Mittwoch dieser Woche, vor 50 Jahren, ist er verstorben und hier an seinem Heimatort Enkhausen beigesetzt worden. Hier ist er geboren, hier ist er groß geworden. Die Region, die Menschen, das Sauerland haben ihn zutiefst geprägt. Er hatte einen sauerländischen Dialekt. Und mit ihm gab es in der deutschen Nachkriegsgeschichte zwei weitere große Persönlichkeiten, die unser Land geprägt haben mit ihrem Sprachklang. Es waren Konrad Adenauer mit seinem kölnisch-rheinischen Sprachklang. Es war Heinrich Lübcke und es war Ludwig Erhard mit seiner barocken bayerisch-fränkischen Sprache. Ich möchte das Verhältnis dieser drei Männer in der deutschen Nachkriegsgeschichte zueinander etwas näher beleuchten. Das Verhältnis zwischen Erhard und Lübcke war geprägt von ihrer gemeinsamen und doch räumlich und fachlich weit auseinanderliegenden Geschichte. Ludwig Erhard war ein Mann der Wissenschaft, ein Mann der theoretischen Betrachtung politischer und ökonomischer Ordnungen. Heinrich Lübcke war ein Mann des ländlichen Lebens, aufgewachsen in einem Bauernhof unter bescheidenen Verhältnissen. Eine Familie, die in der Landwirtschaft und im Schuhmacherhandwerk den Lebensunterhalt verdiente. Und doch sind sich diese beiden Männer in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begegnet und sie waren beide prägende Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte unmittelbar nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Sie kamen in den Deutschen Bundestag. Heinrich Lübcke hier in diesem Teil des Wahlkreises, der zusammen mit Soest einen Bundestagswahlkreis ausmachte. Heinrich Lübcke blieb Landwirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Er blieb es über eine längere Zeit, etwas, was heute weder nach der Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen noch wohl auch nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zulässig wäre. Er brachte seine Erfahrungen als Landwirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen mit in die Agrarpolitik des Bundes und hoffte, mit der ersten Regierungsbildung des ersten Kabinetts von Konrad Adenauer wohl Bundeslandwirtschaftsminister werden zu können. Adenauer zögerte lange. Er zögerte sogar bis zu dem Tag nach der Verabschiedung und Vereidigung seines ersten Kabinetts und berief nicht etwa Heinrich Lübcke, sondern den CSU-Abgeordneten Wilhelm Niklas zum ersten Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Heinrich Lübcke wurde Vorsitzender des Agrarausschusses des Deutschen Bundestages und stritt mit Ludwig Erhard um die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der noch jungen Bundesrepublik Deutschland. Wir können das heute nicht mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen diese Nachkriegsgeneration politische Verantwortung in Deutschland übernommen hatte. Erhard, der für das später sogenannte Wirtschaftswunder stehen sollte, und Heinrich Lübcke, der auch aus dem Parlament heraus die Agrarpolitik der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich prägte.
Er brachte mit aus seiner Erfahrung, auch aus seiner beruflichen Erfahrung, die Vorstellung, dass man doch mit Bodenreformen dafür sorgen müsse, dass Agrarbetriebe nicht zu groß würden. Noch vor der Verabschiedung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland plädierte er dafür, maximal 100 Hektar Betriebsgrößen zuzulassen. Alles andere sei einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln nicht mehr dienlich. Mit Ludwig Erhard war er der Meinung, dass Landwirte auch Unternehmer sein sollten. Er wollte sie nicht an den Tropf dauerhafter staatlicher Zuwendungen hängen, sondern er wollte ihnen ein selbstbestimmtes Leben, ein Arbeiten als selbstständige Unternehmer in der Landwirtschaft ermöglichen. Ludwig Erhard und Heinrich Lübke haben in der gesamten Zeit ihrer Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag, später gemeinsam im Bundeskabinett, keine besonders herzliche Freundschaft miteinander gepflegt, aber sie haben sich in ihren Grundsätzen und in ihren Grundüberzeugungen für die Entwicklung dieser Bundesrepublik Deutschland immer wieder getroffen und verabredet. Ganz anders das Verhältnis zu Konrad Adenauer. Adenauer, so darf man es wohl auch heute noch sagen und beiden gerecht zu werden, mochte ihn nicht. Dieser Westfale, dieser Sturkopf und dieser doch sehr eigenwillige Mann passte nicht in seine Vorstellung einer ausgewogenen Kabinettspolitik. Und erst als Niklas aus gesundheitlichen Gründen nach der Bundestagswahl 1953 nicht mehr im Amt verbleiben konnte, entschloss er sich doch wohl eher etwas mühsam. Heinrich Lübke zum Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland zu ernennen. Die Landwirtschaftspolitik dieser Zeit ist geprägt mit den ersten Schritten hin in eine gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Ludwig Erhard und Heinrich Lübke wollten diese Europäische Union gemeinsam fortentwickeln als eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß sie ja auch zu Beginn. Und sie wollten, dass Kohle und Stahl, aber eben auch die Landwirtschaft ihren Platz in der gemeinsamen europäischen Politik hatten. So ging das erste Jahrzehnt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dahin. Bei der Bundestagswahl 1957 erzielte die CDU-CSU erstmalig und vermutlich einmalig in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit bei den Bundestagswahlen. Adenauer geriet zunehmend in die Kritik. Und dann das Jahr 1959. Am 7. April verkündete Adenauer sehr zur Überraschung der deutschen Öffentlichkeit, dass er sich entschlossen habe, nun doch für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Das löste erhebliche Turbulenzen aus. Ihm selbst kamen nach wenigen Tagen Bedenken, ob er sich denn da wohl richtig entschieden habe. Er hatte sich nämlich zum ersten Mal wirklich intensiv mit den Möglichkeiten dieses Amtes, des Amtes des Bundespräsidenten, vertraut gemacht und doch wohl festgestellt, dass die politische Reichweite dieses Amtes weit hinter dem zurückbleibt, was er sich so vorgestellt hatte für die Zeit nach seiner Kanzlerschaft. Dann starb John Foster Dulles, sein Freund aus den USA, der mit ihm doch ganz wesentlich die deutsche Nachkriegsordnung, die europäische Nachkriegsordnung, auch die internationale Nachkriegsordnung geprägt hatte. Unter den vormaligen Westalliierten kamen Zweifel auf, ob die Bundesrepublik Deutschland denn ihren Alleinvertretungsanspruch aufrechterhalten könnte in der Welt, die immer stärker auch von internationalen Institutionen, so unter anderem von den Vereinten Nationen, geprägt war. Zur Erinnerung, es galt die Hallstein-Doktrin, dass nämlich nur die Bundesrepublik Deutschland das Recht und den Anspruch hat, Deutschland als Ganzes international zu vertreten. Daran entstanden zunehmend Zweifel.
Und erneut zur Überraschung der internationalen und nationalen Öffentlichkeit verkündete Adenauer am 4. Juni 1959, dass er sich das doch nun anders überlegt habe, Bundeskanzler bleiben wolle und man nun doch auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl gehen müsse, die schon am 1.7., also 3 Wochen später, stattfinden sollte. Adenauer hat das für sich, so hält das jedenfalls in seinen Memoiren fest, als eine kleinere Anekdote betrachtet, man könne sich ja auch mal zwischendurch neu entscheiden, und er bliebe nun halt doch für eine weitere längere Zeit Bundeskanzler. In der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ging die Suche los und man suchte wörtlich jemanden mit möglichst viel politischer Erfahrung und möglichst wenig politischen Feinden. Die Wahl fiel auf Heinrich Lübke. Und so wurde er am 1. Juli 1959 der zweite Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland nach Theodor Heuss. Er hat in seiner Amtszeit, den 10 Jahren von 1959 bis 1969, 3 Bundeskanzler gehen und kommen sehen: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Der Tag der Entlassung von Konrad Adenauer aus dem Amt des Bundeskanzlers findet in der 4-bändigen Erinnerung unseres ersten Bundeskanzlers kaum Erwähnung. Ludwig Erhard, der ungeliebte Nachfolger, und Kurt Georg Kiesinger, der Kanzler der Großen Koalition, waren die politischen Wegbegleiter in Bonn, sozusagen auf der anderen Straßenseite des Bundespräsidialamtes. Heinrich Lübke hat immer am Gedanken der deutschen Einheit festgehalten. Er hat bei den parteipolitischen Gegnern zum Teil höhere Anerkennung gefunden als bei seinen eigenen Parteimitgliedern. Herbert Wehner hat ihn einmal einen Ehrenmann und einen soliden Präsidenten genannt. Carlo Schmidt hat in seinen Erinnerungen geschrieben: Heinrich Lübke und seine Frau haben ein Stück Deutschland vergegenwärtigt, das ehrenwert ist. Ja, Deutschland vergegenwärtigt hat dieser Bundespräsident national und vor allem international. In den 10 Jahren seiner Präsidentschaft hat Heinrich Lübke insgesamt 37 Staatsbesuche und Auslandsreisen in aller Welt unternommen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern der sogenannten, wie es damals immer noch hieß, Dritten Welt waren prägend, nicht nur für seine Amtszeit, sondern vor allem für die Länder, die er besucht hat. Heinrich Lübke hat den 17. Juni 1963 zum ersten Mal zum Nationalen Gedenktag des deutschen Volkes ernannt. Seitdem und bis zur Wiedervereinigung haben wir diesen 17. Juni dann später als den Tag der deutschen Einheit gefeiert. Und er hat ein Wort geprägt bei dieser Festlegung zum Nationalen Gedenktag, das später in einer Abwandlung auch von Willy Brandt sich wiederfand. Was zusammengehört und zusammen war, das wird auch wieder zusammenkommen. Daraus hat Willy Brandt später das berühmt gewordene Wort gemacht: Was zusammengehört, wächst wieder zusammen. Was bleibt von dieser Präsidentschaft? Nun, meine Damen und Herren, es sind wohl 3. Deutschland und die internationale Politik prägende Eigenschaften dieses zweiten Bundespräsidenten unseres Landes. Das eine, seine tiefe Verwurzelung in der westfälischen Heimat, seine Prägung durch Familie, Freunde und Herkunft, die er nie aufgegeben hat, die immer prägend waren für seine Persönlichkeit und die er auch nie zugunsten eines pseudo-intellektuellen Gehabes eines Staatsoberhauptes aufgegeben hat. Das zweite, seine feste Überzeugung, dass ländliche Regionen und Landwirtschaft zusammengehören, dass Landwirtschaft mehr ist als nur die Erzeugung von Lebensmitteln. Und das dritte, dass er doch sehr früh erkannt hat,
wie wichtig internationale Zusammenarbeit vor allem mit diesen Ländern des afrikanischen Kontinentes und anderer sein muss. Er ist angefochten worden, er ist kritisiert worden. Erst nach der deutschen Einheit konnten wir in den Archiven nachweisen, dass doch die Staatssicherheit der DDR daran einen erheblichen Anteil hatte. Das hat aber bekannte Magazine der Bundesrepublik Deutschland nicht davon abgehalten, Kolportagen und wahrheitswidrige Behauptungen über ihn zum Gegenstand ausführlicher Berichterstattung zu machen, bis hin zu Formulierungen wie der, er sei der KZ-Baumeister der Nazis gewesen. Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend aus der Monumentalbiografie von Rudolf Morsay zitieren, der mit dem Schlusskapitel unserem zweiten Bundespräsidenten doch wohl am gerechtesten wird, wenn er schreibt. Erst später ist deutlich geworden, dass der zweite Bundespräsident mehr Akzente gesetzt und stärker in die Zukunft hineingewirkt hat, als das seinen Weg und Zeitgenossen erkennbar war. Seine, so schreibt er, Modernität bestand in seiner hohen Wertschätzung und entsprechender Unterstützung von Forschung und Wissenschaft zur Lösung von Zukunftsaufgaben, in seinem Einsatz zugunsten der früh erkannten Notwendigkeit von Altershilfe wie von Landespflege und Naturschutz als damalige Form des Umweltschutzes. Kein anderer zeitgenössischer Politiker rief so oft und so beschwörend zum Kampf gegen den Hunger in der Welt auf. Kein anderer trat so früh und so konstant für weltweite Entwicklungshilfe ein. Gerade dieser Einsatz Lübkes aber wurde vielfach verständnislos aufgenommen, wenn nicht gar als fixe Idee oder schlicht als Marotte empfunden. Ende des Zitats. Ich finde, meine Damen und Herren, wir Westfalen, wir Sauerländer haben gerade an diesem 50. Todestag Heinrich Lübkes allen Anlass und allen Grund, stolz darauf zu sein, den zweiten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland aus unseren Reihen zu wissen und ihn heute an seinem 50. Todestag zu ehren. Herzlichen Dank.